Emmentaler Schussbrot. Hallo zusammen, heute gehen wir wieder einmal ins Emmental. Wir machen zusammen ein Emmentaler Schussbrot. Man kann also verschiedene Varianten machen. Ich zeige eine Variante davon. Wir erzählen aber ab und zu noch, was man sonst noch könnte. Wir nehmen 500 Gramm Zöpfe oder ein 500 Gramm Stück Brot. Ich also am liebsten mit einer Zöpfe. Dann holen wir vorne ein kleines Stückchen weg. Und dann von Hand auf ich mal eine Eckenfüllung rausnehmen. Desto weiter hinter wir, dass wir kommen, desto schwieriger wird es. Dann haben wir eine Holzkelle, den Stiel davon. Und dann das, ähnlich wie bei meinem Hotdog, ein bisschen verstanzen und auf die Seite rausdrücken, dass wir einen schönen Hohlraum haben. Dann machen wir die Füllung bereit. Für das nehmen wir eine Tomate. Die schneiden wir in kleine Würfel. 100 Gramm Emmentaler, ebenfalls in kleine Würfel geschnitten. 200 Gramm, Entschuldigung, auch in kleine Würfel geschnitten. Da könnt ihr jetzt alternativ auch einen anderen Käse nehmen. Mozzarella ist übrigens auch sehr fein. Ich tue gerne noch 100 Gramm Schinken, auch ein bisschen gewürfelt. 3. Das ist kein Muss. Kann man darauf verzichten, wenn man vegetarisch ist. Alternativ kann man natürlich auch Boulet-Schinken oder irgendetwas nehmen. Ich tue gerne noch 50 ml Weisswein dazu. Auch das ist optional. Dann tut man das Ganze ein bisschen würzen, nach Belieben, nach Geschmack. Ich nehme gerne Brunos Rosette dafür, dass es ein bisschen Pfiff bekommt. Von Bünzli-Gewürz. Und dann machen wir alles gut untereinander. Dann füllen wir die Zöpfe. Ich schaue immer, weil ich weiss, wie drinnen hat. Wer natürlich keinen drinnen hat, muss nicht. Aber dass ich immer wieder ein Löffel voll Flüssigkeit drinnen tue. Füllen und schön hinterher stopfen. Wenn schön gestopft ist, nehme ich das, was ich vorher rausgerissen habe, an den Zopf und tue das rein. Von dem Eckchen, das ich abgehauen habe, auch, dass sie ein bisschen verschliessen, dass der Käse nicht gerade rausläuft. Anschließend wickeln wir den Zopf in Alufolie ein, dass sonst wird nachher der Zopf zu dunkel. Anschließend nehmen wir den Zopf so in der Folie, in den vorgeheizten Backofen, bei 200 Grad Umluft, ca. 20 Minuten, jeden Ofen ein bisschen anders, bis alles schön geschmolzen ist. Essen kann man es nachher entweder warm, wenn man aufschneidet, verläuft es ein bisschen, dann muss man halt schnell mit einer Kelle nachhelfen und auf den Teller tun. So machen wir es heute. Oder auch sehr fein, ganz loskühlen. Dann verhärtet es wieder ein bisschen. Dann kann man es nachher auch mitnehmen auf die Bütz. Jetzt müssen wir es nur noch aufschneiden. Und fertig ist unser Emmentaler Schussbrot. Natürlich kann man hier auch kleine Zöpfchen nehmen, so portionsweise oder kleine Brötchen. Und sie so füllen, das wird auch ganz fein. Ich wünsche einen guten Zusammen.